Ich hab's im Winter bewächern lassen. Im Sommer gespielt. Der Chef bin ich. Ich bin ein zufriedener Mensch. Man muss sich aber auch ein bisschen zufrieden machen. Wenn du keinen gescheiten Beifahrer mehr kriegst für dich reingespannt, dann fährst du mit der Solomaschine. Passt eh, ist eh auf 500er. Hey, da geht eh was weiter. Da sag ich danke, ja. Das Angebot wie auch nicht. Ja, und ich gehe jetzt da vier. Servus, Sali, freut mich, dass du da bist. Ich bin der Hubert Furtner und ich bin ein begeisterter Motorradsammler von meiner Kindheit an. Ich habe mir den Traum erfüllt, dass ich eine Sammlung von alle namhaften englischen und italienischen Maschinen habe. Und das ist mein Leben. Und das ist von der Schulzeit her bis jetzt, ich kann mir es gar nicht vorstellen, dass ich das Zeug nicht mehr habe. Also solange mein Mechanismus sich dreht, bin ich da. Das Gelenk muss gehen, ja, das hält jung. Bei mir ist das von Geburt das. Ja. Ich bin im Kindergarten, als Kindergartenbub blaffussig in der Werkstatt umeinander gerannt, jeden Tag rabenschwarze Sohlen, ist ja klar, blaffussig. Auf die Nacht hat mir die Mutter mit der Bürste die Sohlen abbürstelt, ja, weil das sonst gar nicht runtergegangen ist. Aber das war ja so. Und für mich, Motorrad, das war das Größte. Ja. Und ich sage, mein Bruder hat dann eine Rennmaschine gehabt, da in die Anfang der 60er Jahre, eine Werksrennmaschine. Und war, am liebsten war ich von der Schule daheim bleiben, ja, dass ich da irgendwie dabei bin, wenn da gestartet wird. Ich lebe wirklich für die Motorrad und das ist mein Leben von Kindheit an. Und ich möchte nicht tauschen mit einem Golfer oder mit einem Tennisspieler oder einem Fußballer. Nein, das ist nicht meins. Ja, die Technik fasziniert mich. Die normalen Straßenmaschinen, da musst du halt so, wenn's Kulm und Schwungmasse ist Draht. Ja, das ist halt. Und wenn die Zündung falsch eingestellt ist, dann kann es sein, dass du ins Spital liegst um einen Gips. Ja. Das ist mir auch schon passiert. Wirklich, oder? Gipsfuß, und vor allem hat es mir einen Schurch in der Mitte angehabt, da sind die Trimmer so da reingeflogen. Aufgrund meines Alters habe ich auch dann und wann körperliche Beschwerden, das heißt mit der Wirbelsäule und etc. Ja. Sobald ich mich auf, sitze aufs Motorrad, sind die Schmerzen weg. Das ist für mich wie eine Kur. Ja, super. Da fühle ich mich jünger, da tut mir nichts mehr weh. Ja, das kommt erst wieder, wenn ich da nicht stehe. Dann tut es dort und da wieder weh. Aber während der Fahrt überhaupt nicht. Bei mir lodert das Feuer nach wie vor. Wenn das Feuer erlischt, dann höre ich einfach auf. Ja. Aber ich hoffe, dass es noch lang genug brennt. Grüß euch, Burschen. Ich habe euch einen Kaffee und Kuchen gemacht. Und jetzt macht ihr mal eine Pause. Das ist die nächste Zeit. Man, hier und da hören wieder Flucher, wenn irgendwas misslingt. Das höre ich bis auf in die Wohnung. Weil da so aufbrausender ist, aber das passt schon. Also, wir kommen gut zusammen. Wir ergänzen uns. Ich sage das, wie es ist, weil ich da keine Angst habe, dass mir ist das wurscht. Ich sage es auch nicht rein, wie es geht. Ich bin aber auch, wenn einer das super macht, dann sage ich, hey, bist der klasse Kerl, das taugt mir. Das hast du super gemacht, das imponiert mir. Ja? So, das gehört so. Ob das jetzt der Kölner ist im Wirtshaus, oder heute die Arztassistentin, die was mir die Infusion gesetzt hat, sage ich, es ist eine super Mail, das taugt mir. Ja? Ja, ist so. Er hat die volle Begeisterung, der Hubert. Man braucht nur schauen, wenn er beim Berglein einen Müllhaken oder was fährt und du schaust hin, dann schaust, ist er das wirklich oder ist das sein Sohn? Dann kommt man drauf, ja, das ist aber der Hubert wirklich. Ich kenne viele Leute, sammeln kann süchtig machen, die haben viele Fahrzeuge. Nur, je mehr Fahrzeuge einer hat, umso weniger fährt man damit, weil man nicht mehr weiß, mit was man fahren soll.
Ja, die alten Rennmaschinen am Oli am Tank, das sogenannte Kinnbackel, damit der Fahrer bei Höchstgeschwindigkeit nach hinten rutschen kann und das Kinn am Tank hat, wegen einem Luftwiderstand, damit eine höhere Geschwindigkeit erreicht wird. Ein sehr guter Motorradfahrer. Also habe ich volles Vertrauen gehabt, wie ich mit ihm mitgefahren bin. Ich habe mich angeklammert, ich habe gesagt, wenn wir fliegen, dann fliegen wir alle zwei. Aber er ist perfekt, er ist ein Spitzenmann. Also er ist einfach der Beste. Er ist ein extrem guter Biker und er ist ein gutes Vorbild, der Hubert. Ja, das kann man sagen. Ja, das bin ich, beziehungsweise mein Ledergewand aus den 70er und 80er Jahren, das ich sehr lange benutzt habe auf den Rennstrecken. Ja, jetzt ist meine Teile ein bisschen angeschwollen, jetzt kann ich es nicht mehr verwenden. Jetzt habe ich halt die Dame da bestückt damit und ja, erfüllt immer nur einen Zweck. Passt gut rein in den Raum. Ja, natürlich war ja damals auch ein wilder Hund, die Leute haben es behauptet, wenn ich dahergekommen bin, ja, der Furtner, der würde auf seiner Maschine uns kassen. Aber mein Alter wird natürlich halt ein bisschen ruhiger, ist auch richtig so, weil der Straßenverkehr ist natürlich gewachsen und das hat alles seine Richtigkeit, wenn man mein Alter ein bisschen nachlässt. Born to be wild, was hat das für eine Bedeutung? Ja, Freiheit. Vor allem Freiheit am Motorrad, wo man sonst kaum erlebt. Ja. Nicht nur die Natur genießen, sondern einfach frei sein, rundherum frei sein. Das ist der, der nie Motorrad gefahren ist, der kennt das Gefühl nicht. Ja, und ich sage euch, ich bin der Furtner Hubert aus Ottensheim, leidenschaftlicher Motorradsammler und Fahrer. Und ich muss euch sagen, genießt euch ein Hobby, solange das geht. Jeden Tag genießen, weil das ist, es gibt nichts Schöneres, wenn man das voll ausleben kann.